Mein Name ist Björn Hüxer, ich freue mich sehr, beim Leseschatz dabei zu sein. Ich darf ein paar Bücher vorstellen und aus meinem letzten Solobuch zwei, drei kurze Texte vorlesen. Ganz aktuell bin ich gerade in einer schönen neuen Anthologie, Mörderische Kieler Förde, herausgegeben von Kurt Geißler, kam im Gmeiner Verlag raus. Fühle ich mich ein bisschen fast zufällig reingeworfen, weil ich selber eigentlich keine Krimis schreibe, aber es gab so zwei, drei Texte, bei denen die Schnittmenge zum Krimi groß genug war. Insofern bin ich sehr froh, mit unglaublich etablierten und tollen Krimi-Autorinnen und Autoren zusammen in diesem Buch zu sein. Also das ist wirklich ganz neu und aktuell. Auch noch hier mit dabei, die ultimative Poetry Slam Anthologie ist eine Sammlung des Lectora Verlags. Das ist einer der wichtigsten deutschsprachigen Poetry Slam Verlage. Und es ist eben eine Sammlung von einigen der bekanntesten deutschsprachigen Slam-Poetinnen und Slam-Poeten mit jeweils kurzen Texten vertreten. Da freue ich mich auch, mit einem Text dabei zu sein. Ansonsten, wie gesagt, stelle ich sehr gerne mein letztes Solobuch vor. Mein erstes Solobuch kam 2010 raus und hieß »Hätte ich Deutsch auf Lehramt studiert, wäre das nicht passiert«. Das verkaufe ich inzwischen nicht mehr so gerne, weil ein paar Texte drin sind, die ich heute nicht mehr so schreiben würde. Andersrum war es damals ganz schön, dass ich mit diesem sperrigen Titel in der Bild-Zeitung unter die 10 bescheuertsten Buchtitel des Jahres gekommen bin, was tatsächlich nichts Schlechtes ist, weil danach das Buch sich sehr gut verkauft hat. Mein zweites Solobuch kam vor 2,5 Jahren raus, heißt Flaschenpost von Gott. Die beiden Solobücher sind Sammlungen von im Grunde meinen erfolgreichsten und Lieblingsbühnentexten. Das heißt, es sind Kurzgeschichten, Gedichte und Shorties, wie ich sie nenne. Ich finde es immer sehr spannend, wie kurz ein Text sein kann und trotzdem noch ein Text ist. Manches davon ist genau genommen ein Witz, aber ich habe in der Literaturwissenschaft gelernt, dass Witze die kürzeste Geschichtenform sind, die wir haben. Insofern sind es trotzdem noch Geschichten. Auch das Buch kam beim Lectora Verlag heraus. Wie gesagt, sitzt in Paderborn und bringt seit etwa 15 Jahren ein Großteil der Veröffentlichungen aus der deutschsprachigen Slam-Szene mit heraus. Und ich würde vielleicht ein, zwei kurze Texte daraus vorstellen. Es ist wie immer bei meinen Texten ein Spektrum von Quatsch mit Sprache bis zwischendurch echte Literatur. Also es kann zu Literatur kommen, sagen wir ja manchmal im Poetry Slam. Also ein paar Kurzgeschichten sind eben auch ernster und etwas literarischer. Anderes sind eben vor allem Bühnentexte, die auch unterhalten sollen. Etwas, womit ich mich auch immer wohlfühle und mich nicht dafür schäme. Und ich würde ein etwa dreiminütiges Gedicht vortragen und dann zwei ganz kurze Sachen. Es gibt ja so Texte, die fallen einem zu und dann muss man sie schnellstmöglich aufschreiben, bevor die Gedanken und Ideen weg sind. Und dann gibt es Texte, wo man sich Satz für Satz über Wochen voranarbeitet. Das hier war so ein Text. Ich hatte mir mal vorgenommen, ich möchte die gesamte Entstehung des Universums und die Geschichte der Menschheit in 3 Minuten und Reimen erzählen. Und dabei kam dieser Text raus, der heißt »Die Geschichte von allem«. Erst ein Nichts, dann der Urknall, Raum und Zeit, das Universum, und dann schwirren da erstmal Gase, Elemente und nichts mehr rum. Vor 10 Milliarden Jahren entstehen Sterne und Planeten, Juppie hieß das, leugnete standhaft, er sei damals aufgetreten. Vor 4,6 Milliarden Jahren erscheinen Sonne, Mond und Erde, zunächst flüssig, später fest, doch nicht ohne rot zu werden. Mit der Zeit wird es kühler und das Wasser folgt dem Magma und das Leben schaut vorbei, noch zu jung für eine Nacktbar. Der Prototyp des Lebens ist makromolekular. Die Evolution startet agrovosen nur wahr. Danach würde ich gern sagen, wenn es nicht so taktlos wäre, hat die Erde erstmals Sex und so richtig Atmosphäre. Vom Einzeller zum Mehrzeller wie ein Streber legt sie los, von Schwamm und Pilz zu Farn und Fisch. Das Leben schläft sich hoch. Jemand ruft Occupy Festland, die Amphibie macht den Anfang. Das Reptil bleibt und fragt, wollt ihr den totalen Landgang? Nach einer Weile sind dann auch hier Dino, Vogel, Insekt, Saugtier. Für den Dino heißt es später, tut uns leid, dass du jetzt ausstirbst. Und ein klitzekleiner Nager pflanzt den Stammbaum der Primaten. Mensch und Affe trennt sich langsam. Ich sag mal, man tut's in Raten. Haar wird wenig, Hirn wird größer. Der Prozess läuft ab in Slow-Mo. Und vor 2 Millionen Jahren dann der allererste Homo. Habilis. Es folgen Vorfahren en masse und jede Menge Suspension. Erst vor 100.000 Jahren führt das zum heutigen Menschen. Im Neandertal ist Schicht im Schacht. Der Zweig geht in Rente. Homo sapiens macht in Steinen und bemalt die Höhlenwände. Dann kommt Kupfer, später Bronze, Hochkulturen, erste Schrift. Plötzlich sind da große Reiche. Auch dank Rädern und dem Schiff.
Mittelmeeranrainer Staaten führen Krieg, greifen nach Macht, Völker wandern, Reiche fallen und Antik im Tag folgt Nacht. Dunkel dräut das Mittelalter mit viel Hunger, noch mehr Pest, Kreuzzug, Hexenjagd und Hunnen, Papst und Luther und dem Rest. Renaissance, Aufklärung, die Entstehung der Nationen, der Buchdruck, Da Vinci, noch mehr Krieg um Religionen. Australien. Erst Amerika rückt in Europas Fokus. Für die, die da zuerst waren, ist das Ganze mehr so Lokus. Sklavenhandel, Kolonien, Dampfmaschine, Imperialismus, Erster Weltkrieg, Wirtschaftskrise und direkt danach Faschismus. Holocaust, Hiroshima, Stunde Null, Jalta, Sieg, DDR, Supermächte und dann erstmal Kalter Krieg. Währenddessen Wirtschaftswunder. Fernsehen schwarz-weiß, später farbig. Und weil niemand gern zurückschaut, heilt die deutsche Seele narbig. Kuba, Castro, der Computer, Vietnam und 68, RAF, Helmut Kohl, saurer Regen, alles rächt sich. Fall der Mauer, Klimawandel, 9-11, War on Terror, World Wide Web, MySpace, Facebook, 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 Error. All die Dinge, die geschahen, was so los war bis zuletzt, das passierte ja nicht sinnlos. Das geschah für diesen Text. Dankeschön fürs Zuhören. Das ist fast schon ein relativ langer Text. Ich habe, wie gesagt, sehr viele kurze Sachen hier drin. Ich bin ja, wie gesagt, auch vor allem Poetry Slammer. Ich kombiniere auch gerne bei einem 6-Minuten-Auftritt mal 2, 3 kürzere Texte zusammen, wenn so ein roter Faden da ist, die vielleicht zusammenpassen. Und vielleicht einfach noch einen zweiten Text. Das ist tatsächlich jetzt wirklich die Sparte eher albern. Aber Poetry Slam ist ja auch so eine Mischung von verschiedenen Stilen und nicht nur Prosa und Lyrik dürfen dort stattfinden, auch Stand-Up-Comedy und andere Ansätze von Satire und so weiter. Und das hier ist so ein kurzer Text, den ich auch ganz gerne in Workshops zeige, einfach als Beispiel, dass man gar nicht immer eine Geschichte oder ein Gedicht schreiben muss. Manchmal kann eine Liste ein Text sein. Ich bin jetzt 47 Jahre alt, man soll nicht zu spät anfangen, über das Ende nachzudenken. Und deswegen habe ich eine Auswahl von möglichen Inschriften für meinen eigenen Grabstein geschrieben und die geht so. Erstens, was guckst du so blöd? Du stirbst auch noch. Zweitens, jeder Grabraub wird zur Anzeige gebracht. Drittens, amtierender Weltmeister im Toter Mann spielen. Und in winzig, winzig kleiner Schrift auf meinem Grabstein, wenn Sie das hier lesen können, stehen Sie auf meinem Kopf. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Toter alter Mann an Bord. Wish you were here. Hier liegt Björn Höchstahl. 76 Menschen gefällt das. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Leider ist dieser Grabsteinspruch in Ihrem Land nicht verfügbar. Do not open before Christmas. Oder ich gönne mir 3 Gräber nebeneinander mit Lichtshow und der Ansage. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Das als kurze Beispiel. Es sind zwischendurch auch ein paar ernstere Texte mit dabei. Vor allem über meine Großväter. Ich dachte eine Weile lang, ich könnte keine ernsten Texte schreiben, habe aber gemerkt, ich kann mir keine ernsten Texte ausdenken. Wenn ich eine reale Basis habe, geht das ganz gut. Ansonsten, wie gesagt, eine Mischung von sehr unterhaltsamen Texten. Und wie gesagt, meine letzte Solo-Veröffentlichung. Bin ich ganz froh, dass ich die hier vorstellen durfte und wünsche viel Spaß mit dem Buch.